Okay, der Ort ist jetzt hier allgemein verzeichnet, Schrei der Heilung oder was? Weil ich kann hier auch nicht draufklicken. Ja. Gucken wir mal weiter. Dort haben wir wieder einen Dude. Was ist denn eigentlich SPC für eine Taste? Warte mal. Space. Space. Nein! Verdammt! Ich glaube, bestätigen muss ich mit Rechtsklick. Oder Linksklick. Ah, ne, Schrei der Heilung. Ah! Gefälligkeiten. Wenn du mit einem Schrein interagiert hast, wird dir eine Gefälligkeit gewährt, die während der nächsten Kampfbegegnung als besonderer Bereich auf der Initiativleiste zu sehen ist. Kämpfer in deiner Gruppe, die sich innerhalb dieses Bereichs befinden, erhalten Buffs, sobald er den Anfang der Initiativleiste erreicht. Das ist ja sehr schön. Es macht nichts, wenn Gegner in diesem Bereich gelangen. Die Gefälligkeiten werden nur deinen Gruppenmitgliedern gewährt. Ja gut, dann sortieren wir uns doch alle mal der Tempolane, würde ich sagen, ne? Obwohl das keinen Sinn macht, weil... Obwohl doch, wir haben ja ein bisschen Damage. Ich meine, die Jungs werden ja dann auch noch angreifen, also... Wird die späte Heilung auf jeden Fall zugutekommen. So, und du wirst... Ja, du bist doch ganz gut bei Leben. Du wirst erstmal draufhauen, aber auch auf der Tempolane. Brems! So. Schreiende Heilung. Idaoi hat jetzt aber keinen Buff bekommen. Die stand wohl auch nicht drin. Aber ich habe sie doch eigentlich hochgesetzt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Also mache ich vielleicht. War ihr Bildchen dann im grünen Bereich? Eigentlich habe ich hochgescrollt, ja. Nein, nein, nicht nach oben und unten. Ich meine auf der Zeitleiste rechts in diesem grünen Bereich. Ja, das macht es ja, wenn du hochscrollst, dann. Warte, ich kann da mal demonstrieren, wie ich das meine. Kannst ja hier. Und dann scrollst du, dann bist du im grünen Bereich hier. Nein, nein, der grüne Bereich, der ist ja noch nicht auf der Initiativleiste zu sehen. Ja, der ist ja noch jetzt weit nicht, rechts. Das ist richtig. So, wir machen das mal. So, der ist jetzt in dem grünen Bereich drin, der kriegt die Heilung. Sie auch? Oder? Ja, sie scheint wohl noch mit drin zu sein. Also ich gehe davon aus, dass die Heilung auf jeden Fall so läuft. So wäre sie jetzt auch drin. Dein Mikro spackt gerade ein bisschen. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ich hab's aber. Es tut mir wirklich leid. Das Mikro ist halt echt nicht so Bombe. Aber leider habe ich derzeit nicht das Geld, um ein neues anzuschaffen. Ich werde gucken, dass ich das im Schnitt hoffentlich irgendwie dran decke, rauszunehmen. Vom Ton her. Weil sonst wird das vielleicht sehr unangenehm, wenn ihr mit Kopfhörer zuhört. Ja, aber machen wir erstmal einfach weiter. Der Kampf ist ja vorbei. Ich muss auf jeden Fall noch gucken, dass das mit den Lanes und der Zuordnung der Timeline noch mal so ein bisschen besser draufkriege. Aber ich denke, das ist auch alles dann einfach erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln hier drin. Ja. Ja, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Oh, da steht eine Type. Da kann man nicht interagieren. Das scheint NPC zu sein. Oh, eine Truhe. Ah, Mana-Tränke. Oh, ist aber viel.
Das ist gut. Ich mir. So, was haben wir hier noch alles? Da oben ist noch ein Dude. Hier haben wir... Leider kann ich nicht... Also der Pfeil zeigt da rein. Ich glaube, das ist das nächste Gebiet, was du betreten musst. Aber da, ich sag mal, draußen kannst du dich trotzdem nochmal umgucken. Da hinten sofern ich das darf. Gesehen. So, noch eine Vase. Die kannst du nicht... Kann man die angreifen? Oh. Der hat mich angegriffen. Ich habe nur schneller reagiert. Ja, da habe ich wieder den Lunch gesehen und... Das mit der Blutung ist natürlich ja super nervig. Ja, aber dafür ist die Läuterung ja gut. Ich sag mal, diese Dolchschwinger sind gar nicht so schlimm. Aber die Blutung, die... Ich glaube, in späteren Leveln wird das bestimmt sowas wie Gift und Blutung richtig böse werden. Aber ich schätze, in späteren Leveln hast du da noch Leute mit dabei, die halt die Party beschützen können vor Debuffs. Also da sollten wir jetzt noch nicht so viel drauf spekulieren, würde ich mal schätzen. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Upgrade von dem Spell hier vielleicht einen Taunt mit dazu bekomme. Das wäre echt nice. Ja. Das werden wir aber auf der Schadenslane machen. Ich versuche mal den hier direkt rauszunehmen. Oder? Oder den unteren, weil der hat nur noch 24 Leben. Ja, aber das wird bei den anderen. Achso, ja, nee. Ja, stimmt. Du machst ja schon genug Schaden. Oh, der ist sogar so raus, also. Ja, das sage ich ja. Die anderen machen genug Schaden, um den rauszunehmen. Der war ja schon gedamaged. Ja. Das war ein guter Schaden. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Ich frage mich auch, ob später auch die ultimative Fähigkeit erklärt wird, weil Fähigkeitenbildschirm haben wir ja schon gesehen. Geißel ist ja die ultimative Fähigkeit von Ela. Ob das auch irgendwie geskriptet wird, dass man die einsetzen muss. Ja, da gehe ich von aus. Sieg. Jo, das war doch schon mal ganz neat. Und wir sind ein weiteres Level hoben. Haben wir Fähigkeitenpunkte erhalten? Ja! Jo! Das werde ich natürlich auch direkt wieder umsetzen. Nein. Nein, nicht Ausrüstung, Fähigkeiten. Schauen wir hier nochmal nach. Den kann ich nicht auf die nächste Stufe bringen. Okay. Oder brauche ich dafür mehrere Punkte dann vielleicht? Das kann auch sein. Dann den. Ich weiß auf jeden Fall. Den hier. Da wolltest du ja das Mana reduzieren. Wäre mir überlegen. Wegen dem Single-Target hier, weil der halt auch mit den Targets, mit dem Tentakel skaliert. Ich glaube, ich gehe erstmal hier drauf. Ist natürlich die Frage, was taktisch immer am klügsten ist, aber das werden wir doch schon noch rausfinden. Ja. So.
Schon wie also ich habe immer leichte Lags und Frameabbrüche. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht mehr an meiner Aufnahme liegt. Ich sag mal, teilweise. Kampf mit mehreren Wellen, das haben wir jetzt zum zweiten Mal. Mit Fortune haben wir das schon mal gehabt. Genau. So, du bist zum Angreifen da. Und du wirst nutzen, dass wir Tentakel auf der Dings haben und sie hochhalten. Na, ich hätte sie vielleicht auf die Lane, die Tempo-Lane setzen sollen. Obwohl, es reicht. Der den Guru würdig ist. Einer weniger. Wir gucken, kriegen wir schon direkt drei Tentakel? Ja. Ins Gesicht. Tot. Jetzt kommt die nächste Welle. So. Ich glaube, ich will euch lieber auf. Nee. Also das können wir eigentlich. Ilaoi ist eigentlich besser dafür, um zu heilen. Ja, außerdem haben die keinen Mana mehr. Ja, die tankt. Das ist das Problem. Jawohl. Sieht schon wieder gut aus. Ja, das muss die Kristalle oben sein, die Anzahl der Wellen, ne? Genau. Gut. Also das so. Ist jetzt der letzte Gegner. Ja, guck mal, wie lange du noch bleiben wirst. Ich will den Schand von Ilaoi sehen, so das heißt, du heilst die doch mal. Tentakel! Ich muss sagen, Ilaoi gefällt mir gerade wirklich richtig gut hier als Charakter. Mhm. Verdienter Loot. Linksklick, Christian, nicht rechtsklick. Ich glaube, ich sollte gleich vielleicht noch mal kurz rein und raus tappen. Es ist doch etwas. Vielleicht hilft es. Jetzt wieder flüssig. Ja. Es ist irgendwie, wenn die Kamera wechselt ab und zu. Das hat nicht genau, woran das liegt. Weil hier summt die Kamera wieder weg und dann leckt es, wenn ich in Bewegung bin. Ich muss dazu sagen, wir spielen es halt über die Steam-Version. So. Ich gehe davon aus, dass Rasten uns heilt. Also finde ich das nicht verkehrt. Ja. Jo, alles ist wieder voll. Aha, Kiste. Und da lag noch was auf dem Boden. Ja, ich habe es gesehen, aber. Ja, das haben wir schon mal gefunden. Liebes Tagebuch. Heute Morgen bin ich in Richtung Schatteninseln in See gestochen. Ich bin jetzt ein passabler Schiffer. Aber meine Navigationskünste lassen zu wünschen übrig. Ich bin ziemlich vom Kurs abgekommen. Der Nebel ist so finster geworden, dass ich die Küste der Inseln aus den Augen verloren habe. Nicht einmal die Sonne kann ich noch sehen. Ich raste, esse meine Proviant und notiere meine Beobachtung. Leider kann ich nicht sehen, was ich skizzieren könnte. Hoffentlich ist mein Ziel ganz in der Nähe. Seit einigen Minuten höre ich ein merkwürdiges Stöhnen. Vielleicht der Wind, der über die felsige Küste streift?
Ich habe die Segel tiefer gesetzt, damit ich nicht gegen die Felsen stoße. Das Stöhnen wird immer lauter, sicher ein gutes Zeichen. Mein Pinsel ist bereit und meine Leinwand ist grundiert. Schatteninseln, ich komme. So. Damit ja, ich glaube, das war Eintrag. Auch. Ich glaube, das war auch sein letzter Eintrag. Jetzt will ich veräppeln. Ah, jetzt, ich habe die Kiste, okay. Ja, das könnte Boss Battle sein. Ah, da haben wir der Pike. Ja. So verängstigt, so allein. Aber bald, Captain, kann ich dich von meiner Liste streichen. Und du wirst nichts mehr spüren. Nie mehr. Welche Liste? Ich hab dich noch nie zuvor gesehen. Ich bin gar kein Kapitän mehr. Ich war schon ewig nicht mehr auf See. Bitte! Ausgebucht! Stelle dich der Krakenpriesterin, wenn du es wagst. Dich zu töten wäre unterhaltsam. Bedeutungslos. Nein. Verdammter! Glaubst du, ich lasse dir eine Wahl?